Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. Ich bin heute hier bei 1860 München und die Mannschaft ist kurz davor aufzusteigen. Und deswegen mache ich, Manni der Busfahrer, den Aufstiegscheck bei 1860. Leute, ich werd verrückt, da sind sie, drei von den Jungs hier. Hendrik, guck mal da, Aaron, Markus, ich grüß dich. Guck mal, die strahlen schon wie Erfolgsleute. Erstmal, ganz wichtig, die Null muss stehen. Deswegen spielen wir mit folgender Aufstellung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, das ist hier vorne Sturm. Dann haben wir hier und der hier, der Vogel. Welcher von euch dreien ist das wohl? Hä? Hendrik, guck mal da. Deswegen ist das unser Torwart, weil der sich auskennt, der Bursche. So, jetzt wollen wir auch mal gucken, ob auch hier das hier fährt, also der Bus, ob der auch taucht für die dritte Liga. Hallo Big George, grüß dich. Hallo, ich bin es, Manni, ganz genau. Sag mal, taugt der hier für die dritte Liga? Was würdest du sagen? Der Bus ist sogar Champions League tauglich. Das heißt, wir haben so ein kleines Leistungsgefälle. Aber das kriegen wir hin. Die Zeit ist auf unserer Seite bei 1860, wa? Du würdest dann schon auch mal auf die Flügel ausweichen, vielleicht. Hendrik, dann als Torwart, wenn du dann hinten so ein, ich würde mal sagen, so ein Football-Laufweg, ja? Dass du so ein bisschen, da rechnet keine Sau mit. Was hältst du davon, Aaron? Ja, ich denke, vielleicht Hendrik und ich sollten vorne vielleicht auch einfach nochmal kreuzen, dass wir aus dem Rückraum nochmal kommen können. Auf jeden Fall, das ist... Meine Güte, das sind Dinger, da wird der Pep Guardiola nie drauf kommen, du ehrlich. Das ist, der ist ja auch bei den Roten gewesen, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Natürlich, hat gar keine Ahnung hat der. Eben. Dann wollen wir gucken, ob auch der Rasen vom Trainingsplatz, ob der Drittliga tauglich ist. Sekunde, eins, Moment mal gerade, Stück Gras. Ich würde sagen, das ist medium rare. Passt. Was sagst du zu dieser Taktik? Ich meine, das ist für dich eine ganz neue Rolle. Ich weiß, das kennst du natürlich so nicht. Das du jetzt hier. Ja, das ist ein Spieler. Ja. Ich bin Torwart, deswegen habe eigentlich nur ich recht. Klar. Wenn ein Gegentor fällt, erstmal die anderen anschreien. Das ist eigentlich der einzige. Das kannst du gut, da bist du gut und da macht dir keiner was vor. Ja. Sonst nach vorne ran, kein Problem. Ja, einmal aber nur. Ne? Ja. Zurückkommen aber auch wieder. Ne? Aber mit Fuß oder mit dem Ball in der Hand? Das ist mir wurscht. Okay. Das ist ja, Entschuldigung, wir spielen Saarbrücken. Das merken die sowieso nicht, verstehst du? So, Moment mal, Tor steht für die dritte Liga. Aber wäre wichtig, dass in den Entscheidungsspielen, dass da auch mal eins fällt. Freunde, das ist so eine geile Kiste, dass ich hier mit den ganzen Profis, weißt du, dass ich mit denen so privat auch zu tun habe. Das ist wirklich, wie sieht's aus, bin so ein bisschen nervös, aber wie sieht's aus mit Autogramme? Ich würde dir eins schreiben. Wie heißt er? Markus? Warte, schreibe ich dir. Manni, bitteschön. Ticketshop. Hallo, ihr kennt jetzt ein Ticket für das Spiel gegen Brücken, meine ich. Alles klar, Stehplatz, da sitze ich am liebsten. Körperspannung, Freunde, wir machen Haka. Kennt ihr das? Kennt ihr Haka? Ja. Ah, kennst du? Los. Okay, 3, 2, 1 und. Und.